Ja, willkommen zu einer neuen Folge vom Vlog. Und zwar möchte ich euch heute begrüßen hier in diesem kleinen Sondervlog sozusagen. Ich habe ein Status-Update über die Videos, wie das in Zukunft alles geregelt wird. Und ich habe auch noch eure Kommentare und ich habe auch noch Sachen, die nicht gesendet wurden. Was nicht gesendet wurde, kennt ihr vielleicht noch aus der Vergangenheit. Das werde ich auch noch mit reinschneiden. Und kennt ihr diese Wesen, die arbeitslos sind, den ganzen Tag faul rumliegen, auf dem Sofa oder irgendwo anders und eigentlich nichts zur Gesellschaft beitragen? Ja, wir kennen sie alle. Aber das war jetzt unnötig, ich weiß. Aber jetzt mal im Ernst. Ich habe mir was überlegt für YouTube. Und zwar möchte ich meine Let's Plays, weil die nicht mehr so gut laufen, und grundsätzlich den Kanal irgendwie runterziehen, auf meinen Zweitkanal verlagern. Ich habe mir einfach überlegt, da sowieso fast keiner hier guckt, beziehungsweise da dieser Kanal eigentlich eher ein vlogstarker Kanal ist, wo dann die Leute bei Vlogs, CPs oder anderem Kram zugucken, möchte ich die Let's Plays gerne auf den Zweitkanal verlagern. Ich werde den Kanal, wenn es geht, auch noch umbenennen in Ketter zockt, aber er ist auf jeden Fall verlinkt auf der Seite, wahrscheinlich auch unter diesem Video nochmal. Geht einfach mal davon aus. Und ja, das ist so meine Agenda für dieses Jahr. Let's Plays grundsätzlich auf den Zweitkanal zu verlagern. The Long Dark wird jetzt wahrscheinlich noch auslaufen bis zur letzten Folge. Wiederum wird Minecraft noch auf diesem Kanal kommen, weil das ein Community-Projekt ist in gewisser Weise, zumindest der Server. Also nicht ganz Community-bezogen, sondern zumindest ja, so ein bisschen auf Freunde und dergleichen. Mal gucken, vielleicht kann die Community ja auch noch irgendwie mitwirken, aber da werde ich dann nochmal gucken, wie das Ganze aussieht, wegen Minecraft halt. So. Und Monopoly ist ein Projekt, was auch noch auf diesem Kanal zurückkehren wird irgendwann. Aber eben, ich möchte gern Let's Plays auf den Zweitkanal verlagern, in Zukunft. Da kann ich dann einfach unabhängiger nur Gaming-Videos rausbringen, ohne dass ich das mit anderen Videos zusammenquetschen muss. Das heißt, meinetwegen jeden Tag dann Gaming-Video, wenn ich mal so eine riesen Palette von Videos habe und gut ist. Dann brauche ich da nicht ewig rumstänkern. So, also das heißt, Monopoly, Ausnahme für diesen Kanal, wird noch hier kommen. Crash Bandicoot, Trilogy auf PS4, eventuell auch auf diesem Kanal, muss ich gucken. Also gewisse Projekte behalte ich mir vor, dass ich die hier auch noch hochladen könnte. Aber generell Let's Plays, wenn ich jetzt mit Horrorspielen komme oder jetzt habe ich mir einen PlayStation 4 Controller bestellt, weil PS3 Controller ist unfassbar schwierig mit dem PC zu koppeln. Und beim PlayStation 4 Controller, da habe ich schon eine App für, das funktioniert super. Werde ich dann wahrscheinlich auch noch die ganzen Games aufnehmen, die ich so rumfliegen habe. Hier Skull Monkeys, Quack Attack nochmal, Crash Bandicoot habe ich auch nochmal Lust drauf. Ja, aber ich warte erstmal die Trilogie ab. Vielleicht Tomb Raider nochmal, man weiß es nicht. Hier Dolph von Xi'an, Lara Croft Teil 2. Hätte ich Lust drauf, aber richtig. Das mal irgendwann so zu bringen, aber auf diesem Kanal hier kann ich mir das einfach nicht mehr vorstellen, weil es guckt einfach niemand zu. Es liegt ja wahrscheinlich nicht mal daran, dass Vlogs kommen und dass die Leute nur Vlogs gucken können. Es liegt vor allen Dingen wahrscheinlich daran, dass Gaming grundsätzlich so, dass es einfach nicht zusammen in einen Kanal passt. Gaming und Vlogs, so. Klar, bei vielen Leuten funktioniert es, bei mir scheinbar nicht. Und deswegen würde ich gerne die ganzen Videos, auch damit das mit dieser Watchtime und so nicht mal so drastisch ins Gewicht geht, gerne die ganzen Sachen auf einen Zweitkanal verlagern. Ja, so, damit sollten wir jetzt durch sein. Und zwar die Watchtime, das ist so ein bisschen schwierig zu erklären. Je nachdem, zu wie viel Prozent ein Video durchschnittlich angeguckt wurde, wird es dann auf ein Ranking quasi runter oder rauf gesetzt. So. Und wenn du jetzt ein 15-Minuten-Video hast und im Durchschnitt gucken 5 Leute und davon gucken dann meinetwegen 4 Leute nur die erste Minute, dann sind das keine 10% im Durchschnitt. Und das Video wird dermaßen tief gerankt, dass es wahrscheinlich auch keine Views mehr dazu bekommt. Was natürlich total unfair ist, weil wenn man längere Videos macht, ist es grundsätzlich so, dass die Leute weniger lange zugucken. So, und wenn man kürzere Videos macht, dann ist die Zuschauerbindung natürlich fast immer bei 100%, wenn man jetzt 3 Minuten macht und dementsprechend werden sie auch so hoch gerankt. Deswegen, die Shorties laufen richtig gut. Das hat mich total gewundert. Keine 10 Minuten lang und läuft absolut super. Manchmal irgendwie so 5, 6 Minuten.
Da kann man sich nicht beklagen. So, jetzt haben wir 5 Minuten über die Kanaländerung geredet. Also in Zukunft noch Shorties, Creepypastas, Vlogs und mal gucken, vielleicht Roadtrip-Videos nochmal so mit Musik unterlegt. Da muss ich aber nochmal drüber überlegen, also drüber nachdenken, was ich da genau reinnehme. Jetzt geht es um die Community nochmal kurz. In Zukunft beleidigende Kommentare. Gerade das, was sich unter Vlog 38 gehäuft hat. Keine Sorge, ihr braucht jetzt nicht nachschauen. Ich habe alles schon gelöscht. Solche Kommentare werde ich in Zukunft löschen. Egal, ob sie sich gegen mich richten oder gegen irgendwelche anderen Leute unter dem Video. Also sagen wir mal, wenn irgendwer kommentiert so, ja, ich finde dein Video cool und so, und dann kommentiert ein anderer, ey, Walla, du Hurensohn oder so, was unterstützt du diesen Bastard oder so. Ist jetzt nur mal ein Beispiel. So, oder wenn grundsätzlich jemand mich direkt beleidigt. Ich sehe keinen Sinn dahinter, die Kommentare stehen zu lassen. Ich sehe auch keinen Sinn dahinter, überhaupt darauf noch einzugehen. Ich habe da keinen Bock mehr drauf. Und deswegen, ich habe jetzt unter 3 sehr bekannten Videos, unter anderem Vlog 38, schon einen Kommentar, also für meine Verhältnisse sehr bekannt, habe ich jetzt schon einen Kommentar selber geschrieben, beleidigende Kommentare jeglicher Art werden von mir entfernt. Es ist wirklich so, ich behalte mir natürlich das Recht vor, irgendwelche Kommentare stehen zu lassen, wenn sie nun mal irgendwie in den Kontext passen. Kommt dann je nachdem drauf an, werden wir mal gucken. Aber das wird sich dann zeigen. So, also, und wenn jemand aus irgendwelchen Gründen irgendwelche meinetwegen rassistischen, homophoben oder anderen menschenverachtenden Sachen sowie Werbung oder Spam verbreitet, wird dieser jemand oder diese jemand, auch wenn sich das total bescheuert anhört, instant blockiert. Da sehe ich jetzt keinen Grund mehr zu, das nicht zu tun, weil mittlerweile hat es sich, wie gesagt, unter Vlog 38 so gehäuft innerhalb der letzten 2 Monate, dass ich da keine Lust mehr drauf habe, mir das gefallen zu lassen, dass sowas unter meinen Videos steht. So, und jetzt würde ich sagen, geht's weiter mit was nicht gesendet wurde, beziehungsweise den Videos, die ich hier noch reinschneide. Danach geht's zu euren Kommentaren. Da, 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 da. Hallo! Luxus! Würde ich sagen, 20 Euro. Naja, ein bisschen mehr. Der Belag, alles easy, voll schön. Easy going. Und hier so eine Boy. Oh,